Was geht ab, meine Z-Fighter, Otto hier. Und das World Tournament Nummer 22 hat nun angefangen im globalen Dokkan Battle. Hinzu kam unter anderem LR, Tenshinhan und Chaozu. Ich werde euch zeigen, wie ihr die Dudes bekommt, wie ihr sie erwakt. Und dann gucken wir uns natürlich die allgemeinen Informationen zum World Tournament selbst an, was denn neu hinzukam, was geändert hat, etc. Bevor wir dann anfangen, die heutige Purunga-Mission. Fünfmal müsst ihr zwischen hier Quest und Events switchen und dann bekommt ihr den heutigen Dragon Ball Purunga. Und da ist das Ding schon, wie gesagt, ich habe das Ganze auf meinen Social Media Kanal gepostet, etc. etc. Daily könnt ihr es euch ansehen, aber jetzt ist es quasi auch hier. Und genau, dann würde ich sagen, gucken wir da mal direkt die Informationen zum World Tournament Nummer 22 an. By the way, hier wird das schon angesagt, nämlich wir haben ja das mit den Diamond Backgrounds bei den LR Charakteren war ein Bug. Und das wird quasi am Sonntag geändert, beziehungsweise bei uns dann am Montag spätestens. Heißt, der Bug ist bekannt, das wird geändert mit dem Hintergrund, mit den Diamond Hintergründen. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Alright, World Tournament Nummer 22. Und zwar, was haben wir denn hier? Wir haben hier neue Charaktere mit dabei. Unter anderem wurde jetzt LR Piccolo abgelöst. LR Piccolo ist nicht mehr der Local Preis des World Tournaments. Wir haben hier nämlich LR Tenshinhan. Nun bekommen wir LR Tenshinhan aus dem lokalen Preis im World Tournament selbst. Natürlich als SSR Charakter. Wir gucken uns gleich an, wie ihr ihn bekommt. Beziehungsweise müsste quasi in lokalen Platzierung unter 100 sein. 100 oder drunter. Und dann bekommt ihr den Dude. Wie erweckt ihr ihn? Na gut, erstes Awakening, ihr müsst ihn quasi erstmal bekommen, bekommt ihr aus den Local Preisen, wie gesagt. Dann braucht ihr 7 World Tournament Medaillen, um ihn zu erwecken, auf die Theorie-Version. Ich weiß gerade nicht, was mit den Wörtern da gerade abgeht. Ihn braucht ihr quasi 7 Medaillen, wie gesagt, 7 World Tournament Medaillen, um ihn auf den TOR-Status zu erwecken. Und dann von den TOR-Status, Transcendent Ultra Rare Static, müsst ihr quasi, beziehungsweise braucht ihr 70 World Tournament Medaillen, um ihn dann auch quasi auf den LR-Status zu erwecken. Die Passive ist bei ihm gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Er kommt quasi maximal auf 20.000 Angriff und Verteidigung, wenn seine Key 14 oder mehr sind. An der Stelle unser Boy Tenshinhan. LR Piccolo war ja eigentlich unser letzter World Tournament Local Prize. Deswegen, dieser wurde jetzt ersetzt. Er ist nun, ihn bekommt ihr nun aus dem GSSR-Banner des World Tournaments. Schauen wir uns gleich an. Falls ihr euch fragt, hat dieser Dude eine farmbare Esse? Ja, hat er, denn dieser heißt ja Tenshinhan. Es gibt einen Strike-Event Tenshinhan, der ist jeden Montag online zu seinem Strike-Event, AGL-Type auch. Und den könnt ihr, wenn ihr ihn Dokkan erweckt, gibt er 100% auf diese Stufe von Tenshinhan, den ihr aus den lokalen Preisen bekommt. Und wie gesagt, 7 World Tournament Medaillen fürs erste Awakening und dann zum LR-Status 70 Medaillen. Insgesamt 77 World Tournament Medaillen, die ihr aus dem World Tournament bekommt, aus den Preisen unter anderem. Gut, unser World Tournament Preis von diesem World Tournament ist ein Hit, ein neuer Hit. Er attackt mit einem 60%, wenn er eine Ulti startet, hat eine Medium Chance, den Gegner zu stunnen, wenn er der Erste in der Runde ist, wenn er ganz links steht quasi, erster Angreifer ist. Und diesen Boy bekommen wir schon, wenn wir 20.000 oder drunter sind. Gucken wir uns gleich an. Alles klar, ansonsten wurde quasi, da das World Tournament Gott sei Dank nur noch 3 Tage geht, keine 5 Tage mehr, 3 Tage, wurde das quasi ein bisschen angepasst mit den Preisen, ist alles gestautet, deswegen bekommt man Hit auch unter 20.000 und runter, nicht mehr 10.000 und runter, finde ich nice. Auf jeden Fall gibt es noch einen Bonus, und zwar könnt ihr auch diese World Tournament Medaille nun aus der Stage selbst des World Tournaments holen, wenn ihr die Goldkapseln einsammelt. Und dann gucken wir mal die Ticketbanner gleich, ja, gucken wir, ich switch mal ganz kurz zu den Ticketbannern, was da neu hinzukam, beziehungsweise waren das eh quasi hier gelistet, das nächste, was kommt, genau. Und so haben wir jetzt quasi die garantierten SSR-Banner. Wir switchen mal rüber, weil die wurden geändert. Wir hatten ja in dem World Tournament 2 Banner, wir hatten ja nur ein Banner, das war ein GSSR-Banner. In diesem Banner waren die World Tournament-Charaktere auch gefeatured, aber auch alle anderen SSR, außer LR. Das hat sich aber jetzt geändert. In diesem Banner sind jetzt nur noch World Tournament Preise. Also ältere World Tournament Charaktere sind in diesem GSSR Banner, die Tickets bekommt aus dem World Tournament, wisst ihr Bescheid. Und hier sind nur noch diese World Tournament Preise und hier ist jetzt auch LR Piccolo drinnen. Ja, wo ist unser Boy? Super Saiyan, das sind die Gefeaturten. Super Saiyan, Guantin, Goku, Guantin, Vegito, bla, Thales, Beerus, bla, bla. Der sollte wahrscheinlich ganz unten sein. Genau, Piccolo. Genau, das ist quasi die Änderung zu dem GSSR-Banner. Ist momentan nur noch World Tournament Preise. Sollte sich in Zukunft eigentlich ändern, denn in JP gibt es 2 Banner jeweils für das World Tournament jetzt. Einmal so ein World Tournament Banner mit nur World Tournament Charakteren und einmal ein SSR-Banner. Ja, wo alle anderen SSR drin sind, außer den LR natürlich, aber momentan aktuell in Global ist dieses GSR-Banner des World Tournaments nur mit World Tournament Preisen. Und dann haben wir natürlich hier unseren Dragon Ball Banner, da kamen 2 neue Charaktere hinzu, und zwar zum anderen Tenshinhan, unser Muskelprotz, Macho Mai Tenshinhan. Der ist gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sagen, High Chance, 2 Angriffe zu starten, jede davon hat eine High Chance quasi
eine Super-Attack zu sein, eine Ulti zu sein. Okay, der ist echt gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Und dann haben wir noch hier quasi einen neuen Chaozu, wenn mich alles täuscht. Was kann denn da... Ja, komm, wie der aussieht. Death plus 40%, Attack Enemies, Death plus minus 40% für 3 Runden. Ja, okay, kann man mitnehmen, warum nicht? Sind die zwei Charaktere hier an der Stelle. Wenn wir eventuell für den Summon, weil wir den noch nicht haben, machen wir dann den Stream auf jeden Fall. Dann, wie gesagt, so viel eigentlich zum Moa Tournament selbst, meine Freunde. Werden wir uns mal ganz kurz schauen können, was sich quasi, beziehungsweise was für Preise es gibt, Belohnungen es gibt. Und zwar, wenn wir hier mal schauen, wenn die Total Rankings, wie gesagt, wenn ihr jetzt 20.000 und drunter sind, bekommt ihr den neuen Hit. Nicht mehr 10.000 und drunter, sondern ihr seht es hier, 20.000 und drunter. Wenn ihr 20.000 und drunter platziert werdet im Endeffekt, das Tournament geht 3 Tage lang, wie gesagt, dann bekommt ihr Hit. Local-Preise wurde nun geändert, Tenshin an, und zwar, wenn ihr 100 und runter startet, bekommt ihr Tenshin an, ab 100 und runter bekommt ihr ein Tenshin an und 8 World-Turn-Medaillen und so weiter und so fort. Könnt ihr mir gerne ansehen, was ihr mitholen könnt. Und aus den Missionen wurde auch bisher zusammen gestaubt, wir bekommen die Mission jetzt ein bisschen schneller, will ich mal sagen. Das sind wirklich sehr, sehr gute, solide Missionen, wenn man es hochzählt, ich habe auch 40 Dragonstones gezählt, Orbs, Elakai etc. etc. Könnt ihr euch alles mitnehmen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, die ganze Mission zu machen. Das World-Tournament selbst werden wir streamen. In die Tage auf jeden Fall. Schaut in die Stream-Beschreibung, wann ich da live gehen werde, etc. Beziehungsweise heute Abend gehen wir live in den Late-Night-Stream. Da soll ich gerne verschiedene Games außerhalb mal von Dokkan. Den Anfang mache ich gerne mit Mario Kart 8. Wenn ihr Bock habt, schaltet heute Abend ein. Die genaue Zeit ist in der Beschreibung. Am Ende noch ganz kurz wegen Teambuilding. Ganz, ganz wichtig, Freunde. Die LR Broly haben, tut uns doch den Gefallen der Community. Setzt als euren Friend-Supporter LR Broly, damit jeder LR Broly sieht und das für ein Tournament holen kann. Ansonsten hat sich eigentlich zu den Tournament-Teams nicht viel geändert. Ich habe dazu damals mal einen Guide gemacht, könnt ihr euch gerne ansehen. Da kamen jetzt ein, zwei Lieder dazu, indem man dieses Prinzip, was ich hier baue, quasi nachbauen kann. Nämlich die zwei Lieder, die neu hinzukamen, beziehungsweise, ja, in Global war das Movie Bosses Thales, weil da gehört der Broly dazu. Ohne JP war es Pure Saint zum Beispiel. Aber von der Grundstruktur her, wie funktioniert so ein Tournament-Team, um es ganz kurz zu sagen, bevor ich es euch zeige, ihr könnt mit jedem anderen Team rein, Freunde. Aber die Struktur, die ich euch zeige, macht es euch einfach einfacher, die Runden schnell zu überstehen, schnell zu besiegen, schnell quasi das World Tournament zu spielen. Denn in so einem World Tournament Team achte ich darauf, dass ich so viele AOE Damage Stile habe wie möglich. AOE Damage Charaktere sind Charaktere, die mit ihrer Superattacke jeden treffen im Turnier. Und dazu gehört beispielsweise in JP kam jetzt Cell neu hinzu. Und dazu gehört zum Beispiel jetzt momentan in Global LR Broly oder normaler Broly, Majin Vegeta und dieser Raditz. Es sind Free-to-Play Raditz. Ich habe gesagt, wenn ihr World Tournament spielt, dann erfarmt ihn euch auf jeden Fall. Ich werde eine Link-Beschreibung setzen, wie ihr ihn erfarmt. Ansonsten seid ihr da auch gedeckt. Aber zum Team selbst, Grundstruktur quasi. So viele AOE-Damage-Healer wie möglich im Team haben, die durch Keys supported werden. Und in einem Willensteam ist das wirklich sehr, sehr gut, denn wir haben Rosé quasi, der Key plus 3 gibt für die ganzen Charaktere. Goku Black genauso und Piccolo Key plus 2 an der Stelle. Auch Key plus 3, sehr gut. Und zwar haben wir dann quasi unsere 3 AOE-Damage-Healer, Broly, Majin Vegeta und Raditz. Wenn die auf ihre Key bekommen, starten ihre Ulti und fegen alles zur Seite. Das ist quasi so Grundprinzip von dem World Tournament Teambild, wirklich AOE Damage Healer, wenn ihr sie habt, nutzt sie. Sei es wie gesagt, so wie ich in einem Villains Team, Razak Warrior Team, Movie Boss Team, Pure Saiyan und. Ansonsten, Freunde, wie gesagt, so viel zu dem ganzen World Tournament Informationen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.